Herzlich willkommen zu dieser Veranstaltung und wir begrüßen auch Pater Frentico Trinchiero, den wir heute bei uns haben als Gast. Begrüßen wir ihn mit einem Applaus. Pater Frentico ist ein Freund, der nicht nur weit weg ist, aber er ist auch vielen von uns noch unbekannt. Es ist ein Land wie Zentralafrika, das in diesem Fall durch den Namen uns erleichtert wird, wo es ist, nämlich Zentralafrika. Es ist halt irgendwo im schwarzen Kontinent. Die Wirklichkeit dieses Ortes, was Bangui ist, was Zentralafrika ist, ich denke, dass wenige von uns das wirklich wissen und wenige von uns davon gehört haben, vor den Ereignissen, die geschehen sind, besonders eines Ereignisses, was letztes Jahr geschehen ist. Wir wissen wenig von Zentralafrika. Das Echo, das zu uns kommt bis zu diesem Moment, war das Echo einer Situation, die vielen Ländern gemeinsam ist, auch dort in einem gewissen Sinne. 2012/13 ist ein Funke an Krieg entstanden, ein Funke an Bürgerkrieg, Staatsstreich, viele Flüchtlinge, viele Tote. Leider die klassische Szene, das Szenario, was wir in vielen Orten und Ländern gesehen haben und von denen die Zeitungen nur rasch rübergehen als Krieg zwischen zwei Gruppierungen. Wie zwischen Islam und Christentum, so ist es nicht. Aber was wirklich geschehen ist, wie ein Punkt dazu geführt hat, dass es praktisch nicht mehr möglich ist, da zu leben. Das französische Heer und die Blauhelme haben dann jetzt beigetragen. Und Pater Federico wird uns jetzt berichten über die Flüchtlinge dort. Er hat sie begleitet. Von Zentralafrika haben wir nur gehört über in diesem Sinne, unter diesen Aspekten, bis zu einem bestimmten Moment letztes Jahr. Als das geschehen ist, was wir jetzt sehen werden im Video, was die Regie uns jetzt zeigt. Bangui wird die geistliche Hauptstadt der Welt. Ihr werdet Sieger sein. Es war Ende November 2015 und der Papst öffnet die heilige Pforte in Bangui und hat damit das Jahr der Barmherzigkeit eröffnet, noch vor St. Petrus in Rom. Und deswegen hat er gesagt, dass es die geistliche Hauptstadt der Welt werden würde. Das, was wir jetzt fragen möchten, Pater Federico, der 39 Jahre alt ist und
seit 2009 in Zentralafrika ist. Er ist ein Meister der Novizen, der Studenten im Karmelkloster von Bangui, wie ich sagte. Das, was wir ihn fragen möchte, warum ist das so, dass Bangui geistliche Hauptstadt der Welt geworden ist? Was war denn vorher? Was hat sich ereignet, damit sich sowas ereignen konnte? Warum ist das so bedeutsam, dieser Ort? Wir fragen ihn das, damit er uns hilft, zu verstehen und zu erkennen, was die Situation bedeutet, diese großartige Situation an diesem Ort, und was der Papst für die ganze Welt bekannt machen wollte. Bitte. Schönen Nachmittag an alle. Es ist für mich eine große Ehre, hier heute Nachmittag zu sein und diese Stadt zu vertreten, die seit 3 Jahren meine Stadt ist, und seit 7 Jahren lebe ich in Zentralafrika. Ich fühle mich hier in meinem Namen, aber auch im Namen dieser Stadt und dieser Kirche, meiner Gemeinschaft und im Namen der Flüchtlinge, die seit 3 Jahren um unser Kloster herum leben. Freitag, als ich abgefahren bin von Bangui, haben die Flüchtlinge wahrgenommen, dass es eine Abfahrt war, etwas ungewöhnlich. Normalerweise gehen wir nur alle 2 Jahre nach Italien, und jetzt für ein Jahr bin ich weggegangen. Also sie haben verstanden, es musste etwas Wichtiges sich abspielen. Ein Flüchtling wollte mir die Sandalen putzen, um sie sauber zu machen. Keiner von denen weiß, was das Meeting ist. Sie werden es erst wissen, wenn ich zurückkomme und ihnen das alles erzähle. Aber diese Geste hat mich sehr berührt, dieser Beitrag von diesem Flüchtling, von dieser einfachen Person, die verstanden hatte, dass es etwas ganz Außergewöhnliches gab. Ich möchte heute Nachmittag euch ein bisschen dieses Land kennenlernen lassen, was geschehen ist und wie der Papst diese Sehnsucht, oder wie, was die Sehnsucht des Papstes bedeutet, dass er dieses große Geschenk diesem Land machen wollte. Viele von euch werden von Zentralafrika nicht viel Ideen haben. Ein unglücklicher Name schon zunächst. Zentralafrika ist ja nicht Zentralafrika eigentlich, sondern ein Land. Im Bild werdet ihr das sehen, was wirklich im Herzen Afrikas liegt. Der Name in Zangwe bedeutet Herz Afrikas. Ein Land, das existiert. Es ist doppelt so groß wie Italien. Leider ist es ein Land voller Paradoxe. Es ist groß, aber eine kleine Bevölkerung, nur 5 Millionen Einwohner, die hauptsächlich im westlichen Teil des Landes leben und wohnen. Dieses Land, sagen wir, ist leider eines der ärmsten der ganzen Erde. Es ist unter den letzten 3 Ländern der Erde, soweit ich weiß, gehört zu den ärmsten, obwohl es große Reichtümer beherbergt. Gold, Diamanten, Öl, Holz. Die Landwirtschaft könnte man eigentlich sehr gut aufbauen. Aber leider ist es bis jetzt ein Land, das verurteilt ist zu einer Unterentwicklung, Mangel an Entwicklung. Es ist auch ein sehr junges Land. Man sagt, 50% der Bevölkerung sind unter 18 Jahren alt. Also ihr könnt euch vorstellen, wie viele, 70 oder 80% sind unter 30. Also ein Land, das sehr jung ist. Leider ist die Lebenserwartung niedrig mit 50 Jahren. Analphabetismus ist hoch. 40%, sagt man, sind neue Generationen, die am meisten unter der schlechten Regierung gelitten haben und an diesem Problem leiden. Nun, das Land ist wirklich hat Unglück gehabt. Der Krieg hat das ja in den letzten 3 Jahren gezeichnet. Und das Land muss aus dieser Situation wieder herauskommen, aus dieser Armut, aus dieser Unterentwicklung, in der es für immer zu sein verurteilt schien. Ich möchte euch ein bisschen sagen, wie das Ganze entstanden ist, wie dieser Krieg entstanden ist. Die Kriege sind immer sehr komplex in ihren Ursachen. Wir hören davon,
wenn man sie erlebt, auf der eigenen Haut erlebt, mit den Leuten, mit denen ich gelebt habe, dann versteht man, dass das komplex ist, in ihren Ursachen nicht immer ganz klar, was dazu geführt hat, und es ist schwierig, sie zu Ende zu bringen. Konkret, was ist nun passiert? Ein so großes Land, in dem der Staat nicht, es ihm nicht gelungen ist, alles Oberflächliche, alles, die ganze Fläche zu kontrollieren in seinem Land. Besonders im Norden, an der Grenze zum Tschad und zum Sudan, gibt es eine Gruppe von Rebellen, die sich verbündet haben in einer Union, Seleka, was bedeutet übersetzt Allianz, wollten ihre Rechte verteidigen und einige Dinge rächen gegenüber dem Staat. Der Präsident hat nicht darauf gehört, hat es nicht ernst genommen, und dann ist die Situation eskaliert. Diese Koalition, sie sind bis zur Hauptstadt vorgedrungen im Süden, an der Grenze zum Kongo. Und das war unterschätzt worden. Sie wollten zur Macht gelangen. Am stärksten sind eben dort auch die Reichtümer dort, und sie wollten das erreichen. Es gab einen Staatsstreich 2013, und dann hat diese Union die Macht übernommen, aber sie können nicht regieren. Sie schaffen es nicht. Diese Koalition war hauptsächlich vom Islam bestimmt, und sie haben christliche Dörfer zerstört, in Brand gesetzt. Es gab schreckliche Verbrechen, und auch die Missionsstationen sind berührt worden von diesen Rebellengruppen. Dann hat sich die Reaktion etwas formiert und wollte das Land wieder aufbauen und wieder die Macht ergreifen. Dies ist geschehen im Dezember 2013. Am 5. Dezember ist die Rückeroberung gelungen. Und dann ist ein starker Bürgerkrieg entstanden, mit großer Gewalt. Am 5. Dezember sind 300 Personen ermordet worden, in diesem Kampf getötet worden. Also, da kommen wir jetzt ins Spiel. Unser Abenteuer hat dort begonnen. Ihr habt das in den Bildern gesehen. Am 5. Dezember waren wir dabei, um zur Schule zu gehen. Ich bin Lehrer im Seminar in Bangui, und wir waren gerade dabei, zur Schule zu gehen. Wir hörten schon die Schießereien während der Morgenmesse, und wir sehen, dass die Leute dabei sind, um uns herum einfach sich stehen zu bleiben, weil sie nicht mehr wagten, sich weiter zu bewegen. Wir haben Telefonate geführt und kapiert, dass sich das Ganze gesteigert hat. Im Nachmittag dieses Tages gehen wir um den Konvent herum und sehen, dass viele Leute gekommen sind und dass sie nicht vorhaben, zurückzukehren in ihr Zuhause. Am Abend lassen wir sie eintreten in den Hof des Konvents. 600 Personen ungefähr. Am nächsten Tag schießt man weiter außen, und die Leute kommen immer mehr. Es kommen immer mehr Leute. Am Abend des 6. Dezember sind es schon 2000. Ich erinnere mich mit meinem Mitbruder, dass wir gezählt haben, etwas diskret, um nicht den Eindruck zu geben, dass man es abschließen könnte, aber nur um mitzuteilen an die Autoritäten, wie viele Leute da sind, inzwischen 2000. Dann haben wir verstanden, dass etwas Neues beginnen würde, was wir noch nie gelebt hatten, eine Erfahrung. Und wir begannen, diese Situation anzugehen. Wir haben praktisch in unserem Konvent ein Flüchtlingslager begonnen, und im Verlauf von Monaten und jetzt schon Jahren haben wir verstanden, dass das weitergeht. Wir hatten nichts zu essen für so viele Leute, für diese Personen, also versuchten wir, sie zu ernähren, wie es eben möglich war. Besonders die Kinder, ihr seht hier einige Bilder der ersten Tage. Dann gingen die Kämpfe weiter.
Besonders Ende Dezember, 2021. Dezember, gab es eine Welle von Gewalt. Wir hören die Schießereien sehr laut um uns herum, wie sie noch nie gewesen waren. Und wir sehen, dass die Leute immer mehr zu uns kommen. Am Abend und am nächsten Morgen zählen wir nochmal und kommen auf etwa über 10.000. Und dann haben wir uns gesagt, 2.000 schien uns schon viel, aber jetzt war das nur ein Beginn und wir mussten jetzt also die ganzen anderen Personen jetzt versorgen. Und sagen wir, in einer gewissen Weise ist es uns gelungen, das zu tun. Wir haben Fehler dabei gemacht, aber wir haben sie korrigiert. Wir haben Ratschläge bekommen. Ihr müsst bedenken, dass eine Woche lang wir so geblieben sind, ohne jede Hilfe, ohne jeden Einfluss von außen. Also wir mussten versuchen, uns so zu organisieren, wie es eben möglich war im Augenblick. Auch aus der Stadt haben uns andere hatten eine ähnliche Situation zu bewältigen, andere Pfarreien. Also wo bringt man 10.000 Leute unter? In einem Konvent, in einem Kloster, der nicht so groß ist wie hier die Messegelände von Rimini, viel kleiner. Ein Viertel dieses Raumes. Also die ersten 2.000 haben wir noch irgendwie untergebracht in allen möglichen Ecken unseres Konvents. Wir haben nur unsere Zimmer freigelassen, sonst alles genutzt. Jeder Hof, jede Garage wurde benutzt. Und die Leute wollten innen bleiben, weil sie einfach zu viel Angst hatten, besonders die Jugendlichen, die Männer, weil sie Gefahr leben, gefunden zu werden und erschossen zu werden. Also wir haben auch die Kirche benutzt, wir haben alles benutzt, alles was bedeckt war, weil es geregnet hat. Wir mussten also auch die Kirche zur Verfügung stellen. Ihr seht einige Bilder aus unserer Kirche, wo besonders für Mütter und Kinder in Klammern, wenn man immer wieder neu entscheiden müsste, nach Monaten hat UNICEF uns etwas erbauen wollen, 7 Aulen, die sie uns angeboten haben. Ein Fußballfeld wurde dann ausgewählt und dann haben meine Mitbrüder protestiert, gesagt, nein, 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 sie mögen überall hingehen, ein Ort des Betens finden wir, aber Fußballfeld können wir nicht opfern. Also das war einer der wenigen Räume, wo wir noch ein Fußballfeld hatten, wo man Fußball spielen konnte. Gras gab es nicht mehr sehr viel, aber da hat kein Zelt drauf gestanden. Das war streng verboten. Während im großen Seminar haben sie Zelten aufgebaut und sie konnten dort eben nicht mehr Fußball spielen. Also wir haben dann gesehen, dass es Personen gab, die krank waren, die einfach eine Behandlung brauchten. Wir gaben einige Medizin, wir hatten glücklicherweise Ärzte unter uns. Jemand hatte Malaria, man hatte verstanden, dass die Kranken gar nicht so wenige waren. Wir haben hingeschaut und haben gesagt, da müssen wir was tun. Wir haben Tische weggenommen aus dem Refektorium und haben gesagt, wir müssen woanders essen. Und das Refektorium hat sich verwandelt in ein kleines Feldlazarett. Wir konnten uns das gar nicht vorstellen, aber von Tag zu Tag wurde das mehr und hatte mehr dieser Personen vor Augen. Dann sind andere Ärzte gekommen. Wir hatten 4 Ärzte dann, 4 Schwestern und Hilfsassistenz. Also uns 24 Stunden wurde das Ganze dann bearbeitet, bedient. Um diese Personen zu bedienen, ihnen zu helfen, den Verletzten, wenn die Leute ihr Haus verlassen müssen, weil es in Brand gesteckt wird oder weil sie Angst haben, dann geht einer schnell weg, er läuft weg. Also Leute, die gefallen sind, die sich dabei verletzt haben. Und ich erinnere mich an eine Person, die einen Bruch hatte. Ich habe ins Krankenhaus angerufen, um einen Wagen zu haben. Und die Schwester sagte, in diesem Moment nehmen wir nur die an, die
schwere Verletzungen haben. Alles andere müsst ihr lösen. Das sind kleinere Verletzungen. Und wir haben verstanden, dass wir auch das selber machen müssten. Also diese kleineren Gesundheitsschädigungen. Nicht nur die Kranken. Ihr müsst wissen, dass es gibt auch viele Schwangere. Die Frauen sind sehr fruchtbar. Und durch die Bombardements kam es zu Frühgeburten oder zu der Gefahr von Frühgeburten. Also wir mussten uns auch mit diesem Problem auseinandersetzen, dass die Frauen kurz vor der Geburt standen plötzlich durch den psychischen Stress. Und ein Rigel hat hier etwas uns gelassen, so drei Schachtel. Und hier haben wir das ganze Material, was wir brauchen für Frühgeburten in Notsituationen. Und ich habe gesagt, ich habe mir gedacht, dass sowas werden wir nie in Einsatz bringen. Ich dachte es nicht. Aber nach einem Monat mussten wir weiteres Material fragen, damit wir, weil wir nicht das, was wir hatten, nicht ausreichend war für die Frühgeburten. Somit haben wir viele Mütter geholfen. Und viele haben sogar ihre erste Geburt dort gemacht. Es gab sogar Kinder, noch mit dem Nabenschnur ist in die Kirche gekommen. Und so viele weitere Geburten im Speisesaal. Und auch die afrikanischen Frauen, die kommen immer im letzten Moment und es war nicht mehr möglich, bis zum Krankenhaus zu kommen. Ich habe etwas gelernt, was ich, als ich Theologie studierte, eigentlich nie gesehen hatte. Im Fall von vielen Geburten aber auch die Vorsehung hat eine Rolle gespielt. Zwei Monate vor diesen Ereignissen, ich kam in Banki im 2013 August an, ein junger Mensch hat uns gefragt, er wollte ins Kloster eintreten und er war sozusagen Krankenbrüder. Es gab eine Geburt und ich war nur mit ihm und ich habe ihm gesagt, also ich bin der Noviz, du der Meister und du musst das führen und die Geburt ist uns dann bestens gelungen. Aber ihr müsst auch denken, diese Kinder, ich habe die Erfahrung gemacht, dass mindestens 30 Kinder im Kloster geboren sind und auch dann im Garten und wenn es um 10.000 Leute geht, es ist nicht denkbar, diese irgendwie ein Haus zu geben. Viele haben in der Nähe des Klosters schlafen müssen im Freien und im Februar oder nach zwei Monaten haben angefangen sozusagen einfache Zelte zu bauen mit dem, was wir dort hatten, mit Ästen und so weiter. Und dann kamen von den verschiedenen Organisationen auch weitere Zelten, die wir gesehen haben. Es ging darum, diese Leute mit Lebensmitteln zu versorgen, Trinkwasser, etwas zu essen und eine gewisse Hygiene sicherzustellen. Es waren die Zeiten, wo in Afrika Ebola als Risiko präsent war und das Risiko einer Epidemie war sehr hoch. Und diese hygienischen Aspekte, wir mussten hier sehr streng sein und die Brüder selber, meine Mitbrüder, haben oft Gräben gegraben, damit man sozusagen so diese Toiletten benutzen konnte. Und ihr könnt euch vorstellen, 10.000 Leuten, eine Epidemie kann sich sehr schnell ausbreiten. Und wir haben sehr, sehr klare Regeln um dieses Thema gestellt, weil wenn wir nicht wegen Terroristen sterben, wir müssen nicht wegen Cholera sterben, wir müssen sehr aufpassen. Und ein Flüchtling ist zu meinem Mitbruder gegangen, hat mir gesagt, bevor Sie in diesen Orden eingetreten sind, waren Sie ein Soldat. Er antwortete, nein, ich war immer nur Mitbruder, aber über die Hygiene müssen wir klar sein. Und wir haben nur eine kleine Epidemie gehabt, aber das alles blieb unter Kontrolle. Und wir müssen diese Leute mit Lebensmitteln versorgen. Und natürlich... Wir haben nur ein bisschen dieses Hunger gestillt. Meine Mitbrüder haben angefangen, etwas zu kochen, die ersten Tage, hauptsächlich für die Kinder. Aber wir wussten nicht am Tag davor, dass wir mit dieser Menschenmenge zu tun haben würden.
Also die erste Hilfe, die wir bekommen haben, war von einem Freund, Moslem, der uns wirklich lieb hatte. Er konnte nicht mehr zu uns kommen, weil es hat sich in diesem Krieg eine Enklave aus Moslems gebildet in der Hauptstadt, wo die Christen nicht reinkommen und die Moslems nicht rauskommen. Aber er hatte erfahren, wie es uns ging. Er hat uns sehr viel Reis und ein Reis, Zucker und Öl geschickt. Aber ich erinnere mich dann, dass Jesus das Ganze vervielfacht hatte und wir haben das fast geschafft. Nach 10 Tagen kamen die ersten Lastwagen mit vom Roten Kreuz und Internationalen Roten Kreuz. Sie kamen am Morgen, 3 Lastwagen, die wurden dann abgeladen, das habt ihr auch gesehen. Und all das, was gebracht wurde, war in unserem Kloster. Und dann fuhr das Rote Kreuz ab und die Verteilung, die Verarbeitung dieses Materials für 10.000 Leute war dann unsere Aufgabe. Und das ist gar nicht so einfach. Wie können wir sowas schaffen? Wir haben uns schlau gemacht, wir haben versucht, Lösungen zu finden. Und ich war sehr dickköpfig. Ich möchte diese 10.000 Leute in Reihe zu stellen. Wir beginnen mit den Frauen, dann müssen wir die Kinder wegnehmen, es bleiben 3000 Frauen, aber es ist gar nicht so leicht, eine geordnete Schlange zu bilden mit 3000 Frauen, die sehr hungrig sind. Diese Idee ging aber nicht auf und dann gab es Leute, die jammerten, also das mussten wir aufgeben. Wir haben uns dann erneut versammelt, wie können wir das machen? Am Ende, wir haben uns wie folgt organisiert. Der Lager wurde in 12 Viertel organisiert. In jedem Viertel haben wir die Leute gezählt, um zu verstehen, wie viele Familien da anwesend waren. Und wir haben versucht auch, dass diese Leute ehrlich sind. Wir haben Listen aufgestellt und alles, was wir bekommen haben, wurde dann unter diesen 12 Viertel verteilt und das wurde alles mit einer richtigen Proportionalität geteilt. Wir haben das Bohnen, Öl, Salz und alles, was wir bekommen haben, wurde so gezählt. Und dann haben wir pro Viertel also einen Hauptling ernannt und sie sind dann zu uns gekommen, wir haben den Traktor beladen und dann haben wir das dort gebracht. Und das ist die Nahrung für die Zone 1, Zone 2 und so weiter. Und dort blieb einer von uns, der sozusagen das verfolgte, dass die Verteilung auch korrekt erfolgen konnte. Am ersten Mal haben wir 3 Tage dazu gebraucht und wir waren erschöpft am Ende. Danach haben wir uns selbst verbessert und in den letzten Tagen haben wir das in einem halben Tag geschafft. Das war für uns auch eine Lernkurve. Indem man Fehler macht, lernt man auch. Und dann haben wir gesehen, dass wir auch die Verteilung ihnen selbst nicht auftragen konnten, weil sie waren unehrlich. Und wir haben das selber dann organisiert und plötzlich war Ordnung da und die Flüchtlinge haben sich natürlich gefreut, dass sie das bekommen haben, was ihnen auch zustand. Und alle 15 Tage kam die neue Ladung und wir sind damit dann so umgegangen. Aber wenn ich so in Bangui so mich bewege, jetzt sind gerade die Flüchtlinge nur 3000. Für euch mag das viel erscheinen, aber im Vergleich zu 10.000 ist es für uns etwas, was man organisieren kann. Das heißt, viele sind zurück zu ihren Vierteln zurückgekehrt. Und wenn ich in der Stadt bin, ich werde oft erkannt, weil es gibt nicht so viele weiße Brüder, die sagen, Pater Federico, ich habe bei Ihnen im Club im Kloster gesagt, Sohne 5. Und das ist dein Kind. Natürlich, die Hautfarbe entlastet mich jedes Mal. Und in Wirklichkeit, die Leute sind dankbar und preisen die Tatsache, dass
dass wir nicht weggegangen sind, wir sind mit ihnen geblieben und wir haben das alles mit ihnen erlebt. Und ich erinnere mich daran, dass am 14. Oktober 2014, es ist das Vigil, das Fest von Teresa von Avila, und wir dachten uns, welches Geschenk können wir der Heiligen Teresa geben. Nach dem Vespa kommt ein Vater mit einer Frau, und dann haben wir gedacht, oh, jetzt fängt es wieder an, wieder eine Geburt. Wir müssen zum Krankenhaus. Und meine Mitbrüder, okay, dieses Kind müssen wir Teresa nennen, bevor sie zur Welt kommt. Wir fahren zum Krankenhaus. Die Geburt war nicht so unmittelbar. Am nächsten Tag kommt der Vater. Es ist ein Kind geboren, es ist ein Bub. Und kannst du den Namen für dieses Kind entscheiden? Naja, du bist der Vater, du kannst... Vater, Brüder, das ist mein neuntes Kind. Ich kann es mir leisten, den Namen von einem nicht zu entscheiden. Und da ihr auch mitgelitten habt um dieses Kind, ihr könnt das entscheiden. Okay, es ist wahr, ich habe auch mitgelitten, aber das war ein Puppe. Teresa kann nicht passen. Und dann haben wir ihm Josef, also Josef genannt, weil Teresa sehr, sehr, eine sehr große Achtung vom heiligen Josef hatte. So habe ich ihm viele Enkelkinder gebracht. Danach möchte ich eine Episode erzählen, für mich und auch für meine Mitbrüder. Und für uns war es auch ein Wunder. Der Weihnachten 2013 war unvergesslich. Wir haben die Nachtmitte um 15 Uhr zelebriert. Es war nicht möglich, in der Nacht zu machen. Und wir waren nicht sicher, dass wir das überhaupt zu Ende bringen konnten, weil es tobten die Gefechte. Und wir haben gesehen, die Leute, es gab Schießereien, aber die sind nicht von der Messe weggeflohen. Es war, also wir haben nicht groß gefeiert, wir haben aber uns nicht so viele Geschenke überreicht. Aber in 2015, zu Weihnachten, die Lage war deutlich ruhiger. So, jetzt kommt kurz vor Weihnachten, haben wir uns gedacht, wie schön es wäre, ein Geschenk allen Kindern zu geben. Wir haben das ungefähr geschätzt. Unter 10 Jahren gab es ungefähr mindestens 1500 Kinder. Es ist wahr, dass die afrikanischen Kinder nicht so große Erwartungen haben, aber das ist viel leichter als für die Kinder im selben Alter in Europa. Aber wir hatten die Mittel nicht, die Mittel standen uns nicht zur Verfügung. Wir haben jemanden gefragt, ob man vielleicht Schokolade bekommen konnte oder Zucker, damit wir feiern konnten. Wir haben nichts bekommen. Am 24. Dezember gegen 14 Uhr kommen zwei großen Autos und es kommen zwei Männer, sehr gut angezogen. Wir kannten sie nicht, ein Organismus, was wir nicht kennen. Sie bringen uns fünf große Schachten. Und hier gibt es 1600 Spielzeuge für eure Kinder. Und das ist genau die Zahl, die wir hofften. Ich weiß nicht einmal, wer diese waren. Die sind dann verschwunden. Und wir haben uns in die Augen geschaut. Wer hat uns das gegeben? Für uns ist nichts anderes als die Vorsehung, dass es gesehen hat, dass unser Wunsch legitim war und hat es auch dann zur Vollendung gebracht. Aber es gab auch natürlich die Sorge, dass wir müssen das Ganze sehr schnell verteilen. Wir müssen das sofort verteilen. Wie machen wir das? Wir hatten eine gewisse Erfahrung schon. Es ist mir in den Sinn gekommen, das einzige Meeting, woran ich teilgenommen habe, in 96, 18 Jahre alt,
Ich hatte auf der anderen Seite teilgenommen, also ich war nicht hier, ich war kein Redner. Als ich gesehen hatte, wenn eine wichtige Person da war, der irgendeine Rede halten musste, die Mitarbeiter haben sozusagen eine ihm abgeschirmt und haben ihn dann begleitet. Das ist ein einfaches, diskretes System, um jemanden zu begleiten, die wichtig ist. Also wir haben gedacht, wir machen das so. Wir teilen uns, wir haben diese Spielzeuge in 12 geteilt. Jeder Bruder hat sozusagen eine Person empfangen und hat die Spielzeuge mitgenommen. Wir haben dann Jugendliche genannt, natürlich die eine gewisse Kraft hatten und die haben einen Schutzkette gebaut um uns und diese Jugendlichen haben uns dann sozusagen verteidigt, weil die Kinder, sobald sie verstanden hätten, dass die Kinder die Spielzeuge für sie waren, die hätten uns natürlich gestürmt. Wir sind weg vom Kloster gegangen, der Prior war da mit der Statue von Jesus als Kleinkind und dann waren wir mit den Geschenken und mit dieser Kette. Wir sind zu den einzelnen Sohlen gegangen. Wir waren in der Lage, in einer Stunde diese Spielzeuge zu verteilen. Also der Meeting hilft auch für die Flüchtlingslager. Dieser Applaus ging auch der Arbeit, die diese Jugendlichen auch hier leisten. Aber ich möchte auch eines fragen. Aber ist dir und deinen Mitbrüdern in den Sinn gekommen, warum? Warum? Wir sind nicht in der Lage, wir wissen nicht, warum muss ich ein solches Problem begegnen? Ich kann das nicht. Was kann ich wirklich tun? Warum habt ihr euch auf diesen Abenteuer eingelassen? Die Lage ist einfach gekommen und die haben nicht einmal geklopft, weil die Türen waren schon offen. Und dann sind die Dinge einfach passiert. Ich muss es zugeben, als wir verstanden haben, dass es um 10.000 Leuten ging, wir hatten nicht vielleicht Panik, aber die Sorge, können wir das überhaupt schaffen? Wir haben das bis jetzt geschafft, versuchen wir es weiter. Wir haben auch Fehler gemacht. Wir haben damit Erfahrung gesammelt und wir versuchen es weiter. Wir haben es nicht bereut von dem, was wir gemacht haben. Und gleichzeitig dachten wir nicht, etwas Außerordentliches zu machen. Fliehen und sie nicht anzunehmen, wäre eine feige Akt gewesen. Und zum Glück ist es gut gegangen. Und heute geht es noch gut. Das Ganze passierte um den Kloster und in der Nähe gingen die Schießereien weiter, gingen die Kämpfe weiter, Kilometer 5 berühmt. Und danach kommt etwas Unerwartetes. Der Papst entscheidet zu euch zu kommen und macht diese Geste. Und was passiert danach? Es ist etwas Unerwartetes, Außerordentliches passiert. Ich glaube, der Papst war auf der Rückreise von der Reise nach Philippinen. Ich wollte verifizieren, ich kann nicht glauben, dass er zu uns kommt. Ich sage unseren Mitbrüdern, was ich erfahren hatte, und die waren voller Freude. Und danach haben wir erfahren, nicht nur, dass der Papst zu uns kommen wollte, er wollte sogar das Jubiläumsjahr der Barmherzigkeit mit einem Wochen Vorsprung in Bangki eröffnen wollte. Ich war einer derjenigen, der eigentlich den Papst abraten wollte, diese Reise nicht anzutreten, weil dieser Staat hat kein Heer, kein Bundesheer oder irgendjemanden, der sich über die Sicherheit kümmern kann. Und zweitens, die Sicherheit des Papstes war gefährdet, aber auch die Sicherheit der Leute, die den Papst sehen wollten. Am Tag vor der Ankunft vom Papst wurde noch geschossen. Das heißt, wie kann er überhaupt kommen?
Aber zum Glück, er hat meine Empfehlungen, er ist meinen Empfehlungen nicht nachgegangen. Und der Bischof, der apostolische Botschafter in Banqui, die haben den Papst unterstützt und die haben gemeint, wir müssen das schaffen. Und auch der Papst, als eben diesem Problem erzählt wurde, der Papst hatte mehr Angst vor den Mücken, vor der Krankheit Malaria, als vor den Terroristen. Das heißt, und das Zweite ist, dass er zum Zentralafrika zu uns gekommen wäre, auch mit dem Fallschirm. Aus Uganda hat er dann angerufen und die Antwort war, ja, du kannst kommen. Und der ganze Besuch ist optimal verlaufen und alles gut gegangen und wir wurden auch gelobt für die Organisierung. Wir wollten uns zeigen, wie wir sind. Wir haben nichts etwas was Außerordentliches gemacht. Und dann kam dieser Moment, was wir zu Beginn gesehen haben, die Öffnung der Heiligen Pforte in der Kathedrale von Banqui. Ich war dort an dem Moment, ich war in der Kathedrale und ich hatte Angst, dass der Papst die Tür also von der verkehrten Seite öffnet. Weil er hat gesagt, okay, der Papst sagt immer, die Kirche muss nach außen gehen, vielleicht wird er die Tür gegenüber dem Platz öffnen. Nein, er hat das sozusagen wie erwartet geöffnet. Und er hat gesagt auf Italienisch dreimal, Bangui ist die spirituelle Hauptstadt der Welt. Und wir wussten das nicht, wir wussten davon nichts. Und es ist ein außerordentlicher Moment gewesen. Aber was bedeutet das? Was bedeutet die spirituelle Hauptstadt der Welt zu sein? Das müsste man eigentlich ihn fragen. Aber ich denke, meine Interpretation ist richtig oder mindestens die Gedanken meiner Mitbrüder richtig zu interpretieren, wenn ich sage, das ist nicht wirklich spirituell, sondern das Wort Hauptstadt. Weil Zentralafrika ist eigentlich gewohnt, immer an der letzten Stelle zu sein. Wenn es irgendeinen Wettkampf gibt, wir nehmen daran nicht teil, weil wir wissen, wir werden verlieren. Und dass es jemand uns sagt, ihr seid die spirituelle Hauptstadt, das ist eine sehr schöne Sache. Die politischen Hauptstädten, die ökonomischen Hauptstädten, dazu können wir nicht gehören. Aber wir können die spirituelle Hauptstadt sein. Und mindestens für einmal, für ein paar Tage, wir haben das Gefühl, dass wir eigentlich, wir haben so einen wir sehen nicht alles von unten, sondern wir können alles von oben schauen. Und so als uns der Papst gesagt hätte, kommt hoch zu mir. Also wie im Evangelium, die Letzten werden die Ersten sein. Wir waren die Letzten und der Papst kam und er wusste alles von uns, er hat uns an den ersten Stellen gebracht. Und was jetzt spirituell bedeutet, das haben wir jetzt, das verstehen wir jetzt. Es ist eine Aufgabe. Eine Aufgabe, die der Papst uns aufgetragen hat. Und wir werden sehen, ob das Früchte tragen wird. Und es ist sicher, dass es ein erstes Ergebnis gibt. Nicht dieser Besuch hat dazu gebracht, dass Zentralafrika nicht ein geografischer Ausdruck ist, ist ein Land und in diesem Land existiert die Kirche. Nach diesem Besuch gab es eine Änderung, eine sehr klare Änderung. Wir sind aus einer verstopften Situation rausgegangen. Wir dachten, wir werden das nicht schaffen. Und wir waren damit traurig. Wir sahen keinen Ausweg. Und Zentralafrika, ihr müsst wissen, kennt Bürgerkriege oder Staatsstreiche seit Jahrzehnten. Und wir dachten, wir hatten immer das Gefühl, wir gehen immer tiefer. Die Missionen, die blauen Helme, die UNO-Missionen und so weiter. Wir waren wirklich mutlos. Nach diesem Besuch haben wir empfunden, eine neue Kraft, wir haben einen neuen Blick erfahren, wie wir auf die Sachen schauen können. Wir können es schaffen und wir hoffen, dass wir es schaffen.
Es wird jetzt viel weniger geschossen, fast nicht, nur kleine Episoden, aber die Lage ist viel besser geworden. Und der Besuch vom Papst, der so hartnäckig das wollte, seine Präsenz mehr als seine Worte haben dazu beigetragen, dass das Klima sich geändert hat. Das ganze Land, nicht nur die Christen, hat gespürt, dass es etwas Neues beginnt. Wir haben gesehen, diese Geste, dass er auf dem Wagen mit dem Imam da war, und er ist in einem Gebiet reingegangen, wo man bis am Vorabend geschossen hat. Was hast du dir gedacht, als er sich dafür entschlossen hat? Was hast du gesehen nach dieser Entscheidung? Der Papst mit großem Mut hat entschieden, in eine Zone reinzugehen, wo man normalerweise nicht reingeht. Er ist mutig gewesen. Er ist zur Moschee gegangen. Und die Moslem dort haben ihn aufgenommen, gut aufgenommen, und die haben sich über diesen Besuch gefreut. Und die haben ihn selbst geschützt bis zum Stadion, wo die Messe gefeiert wurde. Und selbst die Christen waren überrascht und froh über diesen Gestus. Er hat sozusagen einen neuen Weg eröffnet für dieses Land, für diese Stadt. Und das ist diese Geste ist sehr schön gewesen, es ist unerwartet gewesen, und es hat uns etwas Neues in Gang gesetzt. Wir müssen aufhören. In diesen Situationen gibt es oft die Rache, und die Rache ruft nach weiteren Rache, und man kann nicht mehr aufhören. Aber der Gestus vom Papst hat uns in Erinnerung gerufen, wir brauchen jemanden, der als Erster Nein sagt, ich werde mich nicht rächen. Und das bedeutet der Gewalt Nein zu sagen. Und das ist passiert. Und in den Monaten danach gab es natürlich weiter Mörder, aber wir dachten, jetzt wird Rache geben, aber diese Rache hat es nicht gegeben. Und das ist für uns sehr wichtig. Die Geste des Papstes hat natürlich dazu beigetragen. Was ändert sich jetzt nach deiner Meinung nach im Inneren des Landes, in den Beziehungen unter euch, in Beziehung mit diesen Personen, die ihr beherbergt? Nun, offensichtlich waren wir nicht gewöhnt daran, das zu leben, was wir da gelebt haben eben. Wir hatten uns zusammengetan und zwei Dinge getan. Entweder schicken wir sie jetzt weg oder wir gehen weg. Es gab nur diese Alternative. Sie wegschicken hatten wir nie wirklich ernsthaft in Betracht gezogen. Wenn man mal wütend ist, kann man darüber denken. Aber wenn ein Priester ihn wegschickt, man soll niemanden segnen, wenn man ihn wegschicken will. Also, wir haben uns gesagt, wir müssen mit ihnen leben. Gleichzeitig haben wir uns etwas anderes gesagt, nachdem wir ein großes Sehnsucht hatten nach unserem Leben als Mönche. Denn über Wochen hatten wir keinen Stundenplan mehr, kein Stundengebet. Wir hatten also wirklich Lust und Sehnsucht danach, unser Leben wieder aufzugreifen, wieder unser Habit als Mönche anzuziehen, weil wir mussten ja uns auf den Alarm immer vorbereiten. Als alles ruhiger geworden ist, haben wir allmählich wieder unser Leben aufgenommen, unser Gebetsleben, unsere Intimität als Priester und Mönche. Nun, wir haben verstanden, dass es möglich war, die Bedürfnisse zu versöhnen miteinander, in Einklang zu bringen im Konvent mit den Bedürfnissen unserer Ausbildungsstätte und der Menschen um uns herum. Also wir haben wieder allmählich das Gebet wieder aufgebaut, morgens, mittags zusammen zu essen in unseren Zeiten. Wir haben verstanden, dass auch die Flüchtlinge das verstanden haben, unser Bedürfnis verstanden haben. Sie haben großen Respekt dafür gehabt. Sie wissen, dass sie uns unterbrechen können im Gebet, nur dann, wenn einer im Sterben liegt oder wenn ein Kind geboren wird. Nur diese beiden Dinge, das wissen sie. Sie verstehen, dass sie uns sonst nicht stören sollten.
da dürfen Sie uns rufen. Und dann laufen wir sofort los und machen das, was zu tun ist. Ich kann sagen, dass mein Orden das Wichtigste in unserem Charisma eben das Gebet ist, die Anbetung. Ich habe das, was ich tat, nie als Gegensatz empfunden zu meinem Gebetsleben. Mir schien das etwas ganz Normales. Das schien mir kein Gegensatz. Es war nicht gegen den Herrn gerichtet. Als es uns dann gelang, einen Modus Vivendi zu finden zwischen unserem Leben und Ihnen, besonders 6 Uhr abends, wenn abends dann der Sonnenuntergang meistens um diese Zeit stattfindet. Und das ist der Moment, wo das Flüchtlingslager am lebendigsten werden. Die Leute essen und wir beten in Stille und machen Gebet. Und diese Geräusche, an die haben wir uns gewöhnt. Es stört uns nicht mehr. Es ist wie eine Musik, die uns begleitet. Eben, wir werden, wenn sie nicht mehr da sind, wird uns das sogar fehlen. Also das gibt viel Substanz unserem Gebet, dieser Umstand. Du hast einmal gesagt, dass für euch diese Gäste ein Gabe sind, auf die ihr nicht verzichten wolltet. Was heißt das? Es bedeutet, dass diese Gäste uns gezwungen haben, das Evangelium zu leben, Jesus zu haben, vor der Tür zu haben. Das ist eine Gelegenheit, die wir nicht verlieren wollten. Es wäre dumm gewesen, diese Gelegenheit zu verlieren. Es ist wahr, dass wir natürlich müde waren, manchmal wirklich von Müdigkeit übermannt, aber man erholt sich dann wieder. Das ist eine Gelegenheit, eine einzigartige Gelegenheit. Und wir waren so sehr gewiss darüber, dass das richtig war, so zu handeln und zu leben. Morgens aufzustehen, zu sagen, das ist richtig, das war ein gutes Gefühl. Das Leben, was ich lebe, ist gut, das möchte ich leben. Und wir hatten die Gnade, Ja sagen zu können zu diesem Richtigen. Das war nicht falsch, sondern wir machen das, was wir tun können. Wir hatten dann die Unterstützung von ganz vielen Freunden, die wir vorher noch gar nicht kannten und die wirklich unsere Fans waren und die uns geholfen haben und uns ermutigt haben, weiterzumachen. Wir helfen euch. Und wir haben gesagt, das ist eine Gelegenheit, die wir nicht verlieren wollen. Wenn man euch das sagen hört, ihr, wie der Papst sagte, ihr seid nicht besiegt, ihr seid Sieger. Was hat das für euch verändert? Was bedeutet das? Der Papst hat gesagt, diesen Satz gesagt, während der kleinen Vigil mit den Jugendlichen, als er wiederholt hat, zwei Sachen, zwei Worte, zwei Anstrengungen, das Gebet und die Arbeit. Zwei Anliegen, Arbeit für den Frieden, zu lieben und zu verzeihen, zu vergeben. Und ich glaube, das bedeutet genau, dass Sieger über das Böse sein zu können. Der Papst hat darum gebeten, eine Veränderung, eine Bekehrung. In Zentralafrika seit vielen Jahren spricht man von der Entwaffnung. Also man muss die Rebellen entwaffnen. Der Bischof von Bangui sagt immer wieder, man muss das Kopf und das Herz entwaffnen. Wenn uns das nicht gelingt, dann nutzt auch die Entwaffnung nichts, wenn man Kalaschnikows wegwirft und die Macheten. Der Papst, wenn er das gesagt hat, dass wir Sieger sind, dann meint er Sieger über Hass, das Böse, über die Gewalt, über die Rache. Und natürlich hat er sich an die Jugendlichen gewandt. 80%, wie ich sagte, sind junge Leute. Und sie sind nicht nur die Zukunft, sie sind die Gegenwart. Sie haben das Land in der Hand. Ich arbeite nur mit Jugendlichen. Und ich wiederhole immer, hört auf, die Schuld den anderen zu geben. Das ist ein nationaler Fehler in Zentralafrika. Schuld Frankreich, Schuld der UNO, Schuld der anderen. Nein, das reicht, den anderen die Schuld zu geben. Man muss anfangen, es betrifft uns. Es geht von uns aus, es betrifft uns. Wenn wir uns verändern, ändert sich das Land. Man darf sich nicht betrügen lassen von falschen Vorschlägen. Sie sind zu oft betrogen worden in Zentralafrika. Man muss den Mut haben,
Nein zu sagen zu dieser Logik. Denkt mal daran, ich mache auf diesen Vergleich in Italien nach dem Krieg. Wie wir oder wie die Leute damals aufbauen mussten, das Land wieder aufbauen mussten. Und wir hatten exzellente Personen in diesem Aufbau, die großartige Veränderungen hervorgebracht haben. Wir leben in einem schönen Land heute, demokratisch, dank ihrer Leistung. Ich finde mich jetzt per Zufall in diesem Moment, in diesen Umständen in Zentralafrika, wo eben diese jungen Leute leben, die ein Land haben, was sie nicht nur wieder aufbauen müssen, sondern ein Land, das zum ersten Mal aufgebaut wird. Es gibt nichts. Das bisschen, was es gab, ist jetzt auch noch zerstört worden. Es gibt ganz viel aufzubauen, zum ersten Mal. Und ihr könnt euch vorstellen, was für eine Verantwortung, was für eine Ehre es auch ist, ein Zeuge zu sein für diesen Augenblick, sie zu begleiten, diese jungen Leute in diesem Augenblick, um ihr Land aufzubauen. Ich habe noch zwei Fragen. Die erste ist, du bist verantwortlich für die Novizen. Wie viele sind haben diesen Weg in den Karmel begonnen? Es sind sehr viele, zum Glück, und es kommen noch Flüchtlinge dazu. Im September sind wir 11, eine Fußballmannschaft. Wir können das. Und das ist deswegen, habt ihr den Fußball dort gelassen. Aber auch für diese Personen, die Gesten vom Pass, das, was er gesagt hat, was hat das bewirkt, was bedeutet das? Siehst du sie reifer werden? Sind sie von diesen Gesten berührt? Ja, die sind berührt worden. Sie haben zum ersten Mal einen Papst gesehen und es wird vielleicht auch das einzige Mal bleiben. Und sie sind überrascht worden. Wir existieren. Wir sind da. Wir sind ein Gut für die Kirche, für den Papst, für die Welt. Und diese Geste hat ihn natürlich berührt. Und ich habe eine Veränderung gesehen. Sie haben nicht mehr über sich selber geweint, sondern gesagt, jetzt müssen wir was machen, es geht um uns. Jetzt müssen wir was machen. Du hast gesagt, dass manche sind auch Flüchtlinge. Es kam mir die Geschichte von allein in den Sinne. Was ist mit allein passiert? Das ist sozusagen die vorletzte Frage. Es gibt eine sehr schöne Geschichte. Es geht um allein. Es ist ein Junge aus Zentralafrika, 22 Jahre alt. Er kam zum Karmel, ohne zu wissen, dass es existierte. Er war einfach auf der Flucht. Er hat dort seine Familie wiedergesehen. Er hat dort geschlafen für mehrere Wochen auf der Erde vor der Tür des Klosters. Er hat gemerkt, dass er jeden Morgen zur Messe kam. Und ich war mal neugierig. Ich fragte mich, wer ist dieser Junge, der immer so pünktlich da ist? Und nach 3 Monaten, wo er als Flüchtling da war, er hat mich gefragt, mit mir zu sprechen. Wir saßen und er sagt: Vater, ich möchte wie ihr sein. Ich wollte ihm antworten, hoffentlich etwas besser. Aber er war so fasziniert, ohne irgendeine eine seelische Propaganda oder über Berufung sich zu unterhalten. Ich sehe euch so, ich sehe eine Einheit und euch. Ihr seid unter den Flüchtlingen und dann verschwindet ihr, dann kommt er wieder. Was ist dieses Buch, was ihr in die Hand habt? Das ist das Brevier. Und er war sehr, sehr neugierig. Und dann kam es mir in den Sinne, in der Regel von Benediktus, wenn wir verifizieren wollen, ob einen Jungen wirklich den Herrn sucht und geeignet ist für ein Mönchleben. Er hat gesagt, es ist dort geschrieben, er muss 5 Tage vor der Tür des Klosters bleiben. Und dieser Junge ist 3 Monate, war 3 Monate lang vor der Tür des Klosters. Er hat begonnen, mit uns zu leben. Und in diesen Tagen hat er das Abitur erreicht. Und das ist der dritte Versuch. Hoffen, bitte.
bitte betet, dass er das schafft. Und dieses Abitur ist wichtig, dass er das Abitur davor schafft. Und bis jetzt ist es ihm nicht gelungen. Er ist intelligent, aber er hat eine sehr große Sensibilität. Ich werde euch wissen lassen, ob das weitergeht. Und jetzt kommen wir zur letzten Frage. Für dich persönlich, diese Einladung zu der Bekehrung vom Papst, was bedeutet? Was bedeutet diese Einladung? Für mich bedeutet das, dass die Bekehrung, es ist nie eine abgeschlossene Sache. Es bedeutet auch zu akzeptieren, was passiert, was nicht in unseren Gedanken war. Die schönsten Dinge, die mich am meisten verändert haben und die mich auch glücklich gemacht haben und hoffentlich auch mehr Christ, mehr Jünger Jesus, sind gerade die Dinge, die ich nicht vorgesehen hatte. Die Sache, die ich nicht wollte. Das hat mich am meisten verändert, das hat mich glücklicher gemacht und ich hoffe auch, dass jenseits meiner Fähigkeiten, meiner begrenzten Fähigkeiten, ich hoffe, dass es dadurch auch der Herr was Schönes durch mich hat erschaffen können und durch meine Mitbrüder, die diese Zeit mit mir erlebt haben und dieses Abenteuer miterlebt haben. Dankeschön. Ich glaube, dass das Lächeln von Pater Federico mit den Worten, die er uns gesagt hat, sind ein sehr schönes Zeugnis von dem, was ein Faktum, ein Gestus, das vom Papst gemacht wurde, generieren kann. Weil diese ganze Geschichte, die für sie schon vorher begonnen hatte, dort wurde vertieft. Vor der Heiligen Pforte hat sich ihre Erfahrung vertieft. Es gibt ein Vor und ein Nach diesem Moment. Und sogar nach diesem Event haben wir fast aufgehört zu schießen. Am Abend davor hat man sich getötet. Und ab diesem Moment ist etwas passiert. Etwas geschieht gerade, es eine neue Menschlichkeit wir generiert. Wir haben das sehr gut beschrieben gehört. Es gibt ein Vor und ein Nachher. Und das ist wirklich beeindruckend, weil das ist wahr, es passiert. Es ist keine spirituelle Vorbedingung, es ist kein Wunsch. Es ist etwas, was passiert. Es ist etwas vor und nach der Öffnung dieser Tür. Aber die Probleme sind nicht so magischerweise gelöst. Die Probleme sind immer noch da. Aber es gibt ein anderes Klima, eine andere Haltung, eine andere Stellung. Es gibt eine andere Öffnung dem anderen gegenüber. Es gibt die Anerkennung, dass der andere ein Gut ist für mich. Die Probleme wurden nicht sofort gelöst. Aber die Pforte, die der Papst geöffnet hat, die sozusagen irgendwie die Tür vom Kloster selbst repräsentiert. Und Pater Federico und seine Mitbrüder haben auch diese Tür geöffnet, als die Leute geklopft haben. Diese Pforte, die der Papst geöffnet hat, widerspiegelt sich in die geöffnete Tür des Klosters. Und das öffnet eine Möglichkeit für alle. Es gibt in der Geschichte ein Ort, der dich aufnimmt, die dich liebt, das, was dich liebt. Unabhängig davon, von dem Bösen, was du tun kannst, von deiner Sünde.
von der Misere, die wir selber sind, von unseren Mühen, von unserer Fähigkeit. Es gibt die Barmherzigkeit Gottes in der Geschichte. Sie ist da, sie ist real. Und wenn wir verfügbar sind, um uns dessen bewusst zu werden, wenn wir das merken, wenn wir uns bewegen lassen davon, wie Alain, der sagte, ich sehe eine neue Welt in euch, dann merken wir, dass es eine Möglichkeit gibt, immer, immer, immer neu zu starten, immer neu zu beginnen. Dass es eine neue, geöffnete Pforte gibt, wie Papst Franziskus, wie die Tür des Klosters von Banqui. Es bedeutet, es gibt eine Umarmung, die dich immer aufnimmt. Wir können immer durch diese Tour gehen, wenn wir verfügbar sind, wie Pater Federico gesagt habe, wenn wir verfügbar sind für die Bekehrung. Das heißt, die schönsten Sachen zu umarmen, die schönsten Sachen, die ich gar nicht gewollt hätte. So wünschen wir uns, verfügbar zu bleiben, uns lieben zu lassen, uns umarmen zu lassen von dieser Barmherzigkeit. Diese Verfügbarkeit gegenüber dieser Pforte, die geöffnet wird und bleibt in der Geschichte nicht, wie wir das uns wünschen, sondern wie Gott für uns entscheidet. Immer. Die Geste vom Papst erinnert uns daran, an diese Sache. Und deswegen, Banqui, ist das Jahr der Barmherzigkeit ist noch ongoing. Er hat uns daran erinnert, die Barmherzigkeit ist etwas Reelles. Wir müssen nur Ja sagen und uns lieben zu lassen. Danke. Ein schönes und gutes Meeting für alle, an alle. Erlaubt mir bitte, dass dieser Ort lebt auch und wächst auch mit dem Beitrag von uns allen. Die Kampagne, um Spenden zu sammeln, geht natürlich weiter. Und man kann immer spenden an den gekennzeichneten Stellen. Bitte macht eine Spende, damit dieser Ort weiter bestehen kann.